du dahin, du dahin, du dahin. Da war auch das X dabei, das braucht man für irgendwas anderes auch noch. Genau, für Blitzschlag. Aber, ja, gucken wir später. Und was steht da drauf? Was? Beyond Rom. Also Rom ist ein Mantra. Für Nüsse und Bolzen. Was? Achso, es ist über Fallen. Gibt es einen Skill Fallenentschärfung? Missile, Mana, Law, Casting Traps. Ja, gibt es. Also Rom wäre Fallenentschärfen. Vollständigkeitshalber schreibe ich es auf, aber werde ich auch nie benutzen. Traps. Also ich weiß nicht, was wir machen würden, hätten wir einen RP-Charakter gespielt. Und zwar irgendwas nicht Triggerartiges. So ein Barde zum Beispiel, das war ja auch eine Idee von mir gewesen. Und wir denn die Skills alle schön verteilt hätten, auf Fallen entschärfen, auf Schlösser knacken, auf Handeln, Springen, Schwimmen und was weiß ich. Dann würden wir wahrscheinlich keinen einzigen Gegner tot bekommen. Ist schon ein bisschen gemein von dem Spiel. Dass man eigentlich schon Powergame betreiben muss, um es zu knacken. Und wenn man Spaß haben will, in Anführungszeichen, oder einen nicht so kampfversierten Charakter, dann mal die Arschkarte. Du siehst hässlich aus. Oh. Ich hab gar nicht so wirklich gewartet, ob er aggressiv ist. Aber scheint er. Du bist hässlich, du musst sterben. So sagt der Avatar. Oh. Gott. So. Oh, was zu essen ist gut. Und das Essen ist zu schwer. Ja, was machen wir wegen dem Gewicht? Gold. Gold bleibt hier. Tränke. Wir wissen nicht, was welche Tränke machen. Keule muss auf jeden Fall mit. So. Gold. So. Oh, da ist noch eine Keule. Die ist auch serviceable. Und serviceable Chain Keule. Wollen wir uns dann auch einfach hier lassen? Wir können eigentlich mit der Keule besser umgehen. Also lassen wir das Schwert hier. Sword. Und hier nochmal hin. Loot. Und hoffen, dass es jetzt einigermaßen hinhaut. Wir das Schwert nicht für irgendwas anderes brauchen. Oh, ein Zivilisationszeichen. Heißt, ab hier dürfen wir nicht mehr alles einfach immer so mitnehmen. Und irgendwo müssten intelligente Rassen sein. Sieht mir aber eher wie ein Labyrinth aus. Und du siehst mir nicht sehr intelligent aus. Du? Oh. Hallo Mensch. Was tust du hier so weit weg von zu Hause? Ich reise durch die Tiefen des Abyss. Solltest du nicht tun. Gibt nicht besonders viel hier zu sehen. Nur ein paar Leute, die überleben wollen. Vor dem Kollaps sah es allerdings anders aus. Mhm. Was war denn hier vor dem Kollaps? Hier lebte niemand. Aber sie sind gekommen, um Grüfte, Räume und Minen anzulegen. Diplomaten und Besucher benutzten den Chamber, um Gespräche zu führen, Beerdigungen abzustalten und so weiter. Wichtige Menschen wurden hier in den Grüften begraben und viele haben in Minen gearbeitet. Wo sind die Minen? Minen sind im Südwesten. Aber der einzige Weg ist durch den Dispatch Chamber. Ja, da waren wir schon. Wie benutzt man den Chamber? Man braucht die Kombination. Aber warum sollte ich dir die Kombination geben? Weil ich dich gefragt habe? Nein, kriegst du nicht umsonst. Ich will Fisch. Gib mir 10 Fisch und ich gebe dir Kombination. Ja, ich werde zurückkommen mit dem Fisch.
10 Stück, so viel passen noch gar nicht in den Handelsfenster. Aber gut, 10 Fisch kriegen wir hin. Dauert eine Weile, aber kriegen wir hin. Erstmal brauchen wir Essensbeschwören, Dingens. Das war I. M. N. Nein. I. Sieht aber aus wie ein M. I. M. N. Ah. Schon besser. Jetzt kommen wir uns ein wenig vor wie bei dem Echsenmenschen. Jetzt beschwören wir so lange erst, bis wir 10-mal. Schmeckte super. Ja, komisch. Naja, also wir beschwören jetzt so lange Essen, bis wir hier alles voller Fische haben. Er wundert sich auch, was abgeht. Und alles andere Essen, essen wir einfach auf. Auch wenn es wahrscheinlich recht schnell zu viel wird. Noch haben wir allerdings Hunger. Erstmal so eben 2-3 Räder Käse, ein ganzes Brot, Maiskolben. Alles weg. Okay. So. 2 Fische. Ja, ich denke mal, ich mache jetzt einen kleinen Cut und ich melde mich einfach wieder, wenn ich es geschafft habe, 10 Fische zu beschwören. Weil sonst wäre es ein bisschen langweilig. Also bis gleich. So, da wäre ich wieder. Wie ihr sehen könnt, haben wir 11 Fisch und keine Brustplatte mehr, weil das uns gewichtstechnisch ein Problem dargestellt hätte. Und ganz viel Essen auf dem Fußboden. Ja. Hallo du. Was willst du? Ich habe hier 0 Fisch für dich. Ich habe hier 10 Fisch für dich. Und da ich jetzt weiß, dass alles stapelbar ist, was ja eigentlich auch Sinn macht, könnte ich genau das gleiche bei dem Urgo-Wachen-Typen auch mal probieren. Aber ja, später. Ich besuche den Abyss. Was ist passiert? Wo sind die Minen? Wir benutzen den Chamber. Was willst du? Fisch. Hier, Fisch. Ja, hier, nimm. Okay, Stift. Es gibt 3 Zähler an der Wand. Jeder geht von 0 bis 7. 0 ist ganz oben. Und nach rechts wird's mehr. Also, 7, 2, 6 für die Mine. 7, 2, 6. Mine. Dann drück den Knopf. Das Tor zum Teleporterraum wird sich öffnen. Geh dort rein und wird in die Mine teleportiert. Dankeschön. So, was machen wir mit dem restlichen Essen? Bin ja fast versucht, das mitzunehmen für den Echsenmenschen. Aber ich glaube, bei dem lag eh noch jede Menge rum. Und außerdem, nee, komm. Wenn wir uns später um Ogo kümmern wollen, können wir das Ganze einfach neu beschwören. Bist du derselbe Typ? Ja, bist du, okay. Mal ganz kurz hier ein bisschen rumstöbern, ob hier irgendwo noch irgendwas ist. Du bist noch derselbe Typ. Hier ist nix. Du bist nicht derselbe Typ. Hallo? Ich erforsche die Tiefen des Abyss. Du magst erforschen? Du siehst nicht aus wie ein Ritter von Krux oder Seher des Mondes. Die erforschen auch recht viel. Vielleicht bist du eher einer von den Ausgestoßenen nahe der großen Tür. Aber sie sind schwach und
Doof. Wo bist du von... Woher kommst du? Actually, ich bin ein Knight of Crux. Neuer Ritter, hm? Du musst auf der Quest sein. Was für eine Art von Quest bist du gerade bei? Ich suche... die Talismane von Sir Kaviros. Das ist schon eine ganze Weile her, noch bevor es die Ghouls gab. Ich habe nicht davon gehört, seit dem letzten Mal, als der verrückte Magier über Gerechtigkeit gesprochen hat und sich in einem der Grüfte verschlossen hat. Was für ein Zauberer. Die Ghouls haben früher in den Grüften gelebt, jede Menge zu essen dort. Nach dem großen Kollaps kam der Zauberer, sprach über Gerechtigkeit, hat uns aus den Grüften rausgeschmissen. Er hat gesagt, dass die Ghule sich nicht um Gerechtigkeit kümmern. Also dürften wir da nicht mehr leben. Aha, er hat einen Teil des Schwertes in die Grüfte getan. Mist. Wir haben 2-3 Level über uns schon mal was vom Schwert gehört. Ein Knauf und eine Klinge. Boah, was genau war das noch? Nicht, dass wir jetzt oben einen Teil gefunden hätten haben sollen und hier unten jetzt den zweiten. Wo sind die Grüfte? Die Grüfte sind im Norden und im Osten. Schon eine Weile her, dass ich da war. Der Eingang ist links von dem großen östlichen Korridor. Aber Zauber hat es versteckt. Danke. Großer Korridor. Östlich. Ja, es sieht wirklich so aus, als wenn es da auch weitergehen würde. Oder da. Na gut. Wir haben noch ganz viel zum Erforschen. Hier ist überall nur Müll. Was mit dir? Bist du ein Eisnack? wer bist du? Ich bin Eisnack. Was machst du hier? Eisnack, das ist ein sehr, interessanter Name. Nicht interessanter als Gerogon. Ich hab meinen Namen von meinem Lieblingsessen. Das ist eine Tradition. Ich mag Augen. Yeah. Ich habe hier früher Menschen gesehen, vor dem Kollaps, bevor die Ghouls überhaupt existiert waren. Wir waren alle Menschen. Was meinst du damit, bevor die Ghouls existierten? Okay, also als der Kollaps passiert ist, wurde das Essen knapp. Ein Haufen von uns hat hier gearbeitet vor dem Kollaps. Was? Sie haben da wohl angefangen, die Leichen zu essen. Andere Menschen nennen uns Ghule. Irgendwann haben wir uns auch so genannt. Danach wurden wir aus den Grüften geschmissen. Was war deine Arbeit hier vor dem Kollaps? Sie waren ein Trauerer für Beerdigungen. Du hast die Flöte gespielt? Ja, ich bin Musiker. Das könnte wichtig sein. Weil wir hatten ja auch diesen einen Steinmetz, den wir den einen Meißel gegeben haben, der eines Avatares würdig war. Und dann haben wir einen Hinweis bekommen, wie wir den Ring finden. Also vielleicht müssen wir ihm ein Musikinstrument geben, wie das da zum Beispiel. Was hast du für Kaviros gespielt? Es war wunderschön. Ich habe alle Arten von Musik gespielt. Ich habe Mardins Song of Wonders gespielt. Es war Kabiros spiritueller Liebling. Sagte, wenn du es an einem richtigen Platz spielst, wundersame Dinge können passieren. Aber niemand wusste den Platz. Das ist bestimmt wichtig.
Ich sehe jetzt schon Avatar mit einer Laute in der Hand und Flöte an den Lippen durch den Dungeon rennen und an jeden Stellen dieses Mardin Song of Wonder spielen. Was soll ich mir trotzdem mal aufschreiben? Also, Mardins Song of Wonder. War Mardin nicht einer aus den anderen Avatar-Teilen? Also Ultima?